Willkommen zurück zu einer neuen brutalen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die brutalen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir gehen hier drüben hin, und zwar in die Online-Kampfgrube. In der Online-Kampfgrube können wir unseren Burgherren gegen andere Burgherren antreten lassen. Also jetzt zum Beispiel hier der Kriegskoloss. Und ja, man kann hier Siegesserien aufstellen und da bekommt man dann diverse Belohnungen. Wir versuchen mal die Fünfer-Serie hinzubekommen. Auf geht's! Unser Mann gegen einen anderen Burgherren von irgendeinem anderen Spieler. Ist eigentlich ganz cool. Im Grunde genauso wie der Grubenkampf, nur dass es eben andere Belohnungen gibt. Genug aufgewärmt! Jetzt wird gekämpft! Oh, leck mich, das sieht fies aus. Du bestimmst, wo du sterben wirst. Ich bestimme wie. Alter, der sieht gut aus. Der Gegner hat einen krassen Typ. Aber meiner ist auch ganz schön krass unterwegs. Oh oh, oh oh. Die einzige Schwäche Gift. Komm schon, reiß dich zusammen. Alter, der Gegner ist echt biestig unterwegs. Wenigstens brennt er. Jetzt bin ich endlich mal dran. Ja, gib ihm, gib ihm. Aber mir gefällt seine Rüstung. Mir gefällt seine Rüstung richtig gut. Komm schon. Kriegskoloss. Nutze deine Stärke. Nein, er kotzt, er kotzt, er kotzt. Er ist am Kotzen. Gut, 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 gut. Yes, yes, yes. Komm schon. Er hat doch nichts mehr. Oh, es war wirklich ein heftiger Kampf. Runter mit der Rübe, so muss das laufen. Wir wollen Brei am Boden sehen. Also, geht doch. Gut gemacht, bin stolz auf dich. Siegesserie 4. Okay, wenn ich noch eine Nummer hier gewinne, dann bekommen wir eine richtig dicke Belohnung. Es lädt und lädt und lädt. Es lädt immer so lange, die Online-Sachen. Also, Champion. Zu legendär befördert. Gegen Boy. Ich versuch's. Ich versuch's. YOLO. Einfach YOLO drauf. Komm schon, ich will es. Was hat er hier? Bis jetzt hattest du Glück. Aber dein Glück hat nun ein Ende. Musu. Zieh dich nicht so. Komm schon. Musu. Ja, der Karagor ist weg. Oh, Musu. Oh, Musu. Er wird wütend durch Feuer anscheinend. Oder weil sein Vieh gestorben ist. Aber ich glaube eher durch Feuer. Oh, 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 Musu ist schnell. Aber wir können brüllen. Leider kann ich hier die Kamera irgendwie... Jetzt geht's. Eben gerade konnte ich ganz kurz die Kamera nicht bestimmen. Jetzt geht's. Hey, hey, Musu! Easy, Musu, easy. Okay, meiner gewinnt das Ding. Der kleine Musu hat keine Chance. Boom! Burn, Baby, burn. Du bist offiziell eine Legende. So. Aber weiter geht's nicht, oder? 5 Siege? Kann man noch mehr Siege rausholen? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Nee, 5 ist irgendwie schon Maximum, was ich total schade finde. Ein freundschaftlicher Grubenkampf. Zuh. Das braucht niemand. Okay, schauen wir mal rein. Die Kisten finden wir natürlich im Markt. Und zwar hier drüben. Leider habe ich kein Gold. Das bedeutet, leider kann ich auch keine Kisten kaufen. Aber hier. Bams. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was bekommen wir hier? Bitte große Stärke. Große Stärke ist immer gut. Ist immer eine geile Eigenschaft. Und wir bekommen Feuerwaffe. Eine Ausbildung, aber hey. Jäger, ich dachte irgendwie Legendary Shit. Schwach, Alter. Mega schwach.
Nun ja, geht so, ne? Also ich habe schon Besseres gesehen. Olocs Reittier, Leveling, Leveling, Leveling. Ich könnte noch die hier öffnen. Ja gut, wenn wir schon dabei sind, für euch da draußen, machen wir noch die Kiste hier auf. Komm schon, gib mir große Stärke. Ich wünsche mir von ganzem Herzen große Stärke. Und wir bekommen... Oh, oh. Eine räudige Truppe. Eine räudige, epische... Alter. Eine richtig räudige Truppe. Benommenheit. Epische Bomben. Ach, Bomben. Ich finde, Bomben sind mit das Schlechteste. Du da drüben bist sogar legendär. Der Blutkönig? Oh, der ist todkrank. Ja, den kann ich eigentlich nur zum Zombie machen. Ja, den kann man nur zum Zombie machen. Blutrausch. Ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Dass wir dich hier einwechseln und dann zum Zombie machen. Der Blutkönig. Borgu! Borgu, der Blutkönig! Ja, wir bräuchten nur irgendeinen mit Gift. Dann stirbt er. Und dann zombifizieren wir ihn. Yo. Mein Chef hier oben, den könnten wir jetzt ein bisschen leveln, weil wir haben ja die Befehle. Also. Du da. Ich gebe dir. Was ist das hier? Das ist nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Was ist das hier? Ich glaube, ich gebe dir das hier noch. Bams, weil du bist mein Mann, oder? Du bist mein Biest. Du bist mein Champ. Du bist mein Scheiße nochmal Champ. Du bist legendär, Junge. Feuerherr. Fluchwärter. Flammende Waffe. Wenig Schwächen. Sehr wenig Schwächen. Fernkampffeuer. Okay, was können wir noch machen? Ihn ein bisschen leveln, ne? Ihn ein bisschen leveln. Giftmeister. Giftwächter. Eigentlich bräuchte ich ja noch den Giftwächter, ne? Dann könnten wir ihn richtig ultimativ machen. So, hier, große Stärke für meinen Bubi. Also, nicht große Stärke im Sinne, sondern große Stärke leveln. So, da bist du nochmal frisch. Level 48. Er levelt halt extrem langsam in diesen Grubenkämpfen. Extrem langsam. Warte mal, ich wollte nochmal hier auf die Armee. Den müssten wir dann noch leveln. Den einen hier, wo ist er dann? Borgo! Weil der hat echt gute Eigenschaften. Meine Fresse, ist Borgo gut. Er ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Erstmal bist du mein Leibwächter. Da freut sich aber jemand. Moment, ja. Befehligen. Ausbildung. Dann gebe ich dir 2 Level dazu. Damit er auch maximal ist, ne? Weil er wird hier dann 5 Level wieder reduziert. Wenn er ein Zombie ist. Und dann, denke ich mal, wenn wir den haben, den guten Borgo, dann können wir ja, die Burg verteidigen. Besser wird's nicht. Ich meine, der ist schon ein guter Typ, der da oben.
Er ist schon ein guter Typ. Noch ein Grubenkampf. Ich wette, wenn ich jetzt einen Grubenkampf mache, dann stirbt er mir weg. Einen noch. Einen letzten Grubenkampf. Was bekomme ich als Belohnung? Kann man immer nur diese Dinger hier bekommen oder... Hier steht ja dann oben noch nächste Beutekiste. Versuchen wir es. Vielleicht stirbt er mir jetzt weg. Bei meinem Glück. Die Menge schreit für dich. Ich lasse dich für sie schreien. Ey, unfair. Er ist drei Level Hör über mir, oder? Zu faseln und kämpf endlich. Ich werde dich unfair. Geht lieber in Au. Wow. Verbrenn den mal. Fackel den nieder. Okay, er brennt schon mal. Er ist nicht immun gegen Feuer. Alter. Warum habe ich ihn nicht betäubt? War ich nicht nah genug dran? Er nimmt aber sehr, sehr wenig Schaden. Jetzt nicht. Aber durch Feuer nimmt er extrem wenig Damage. Kriegskoloss gewinnt. Ah. Und... Epic Winning. Hey, dafür will ich jetzt aber wenigstens ein, zwei Level sehen. Und eine Belohnung. Gib dem Mann was. Ach, ich bekomme immer wieder hier diese Champion-Kiste. Aber irgendwie ist da nichts Legendäres drin. Armee? Nein, nicht Armee, nicht Armee. Markt? Ich brauche Legendary Shit. Nur der legendäre Shit ist der Shit, der mich unturnt. Das einzige Gute ist, wenn du direkt hier 5 Level Bonus bekommst. Der ist nicht schlecht. Und wir bekommen wieder nur hier diese Level-Dinger. Einser. Und Schildträger. Pff. Was für ein Rotz. Was für ein Rotz. Richtig schlecht. Richtig. Und er ist, glaube ich, nicht mal gelevelt, ne? Nö, ist immer noch 48. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht so schwer sein, den zu leveln. Naja, okay. Ich muss mich um einen Zombie kümmern. Da bekomme ich noch eine Stufe dazu. Eine mache ich noch. Dann habe ich noch 5. Hä? Warum hat er jetzt 2 bekommen? Hä? Die Stufe eines Gefolgsmanns wird um 1 erhöht. Und der wird auf einmal Stufe 50. Wird jetzt Stufe 52? Bekommt der mehr, weil er Burgherr ist? Nee, eine Stufe. 51. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir brauchen einen giftigen Gegner. Nein, wir können keinen der Arena nehmen, denn das würde unseren Mann töten. Wir müssen uns eh noch um den hier kümmern. Es werden nicht krank. Hinten raus liegt ein Haufen Schrack, der was anderes. Schrack. Geh mal auf die Karte, du Schrack. Na. So, Schnellreise. Ein bisschen Zeit sparen. Wir müssen jetzt nicht komplett hier über die Karte flitzen. Schrack. Ach man, den hätte ich so gerne, diesen Ladenhüter. Den kriege ich aber nicht. Warum? Richtig. Eiserner Wille. Eiserner Wille. Irgendwie hat heutzutage jeder so einen scheiß eisernen Willen. So. Und los. Also dann, Jungs. Licht aus. Macht euch bereit für die Matrone. Moin. Ich wette, meiner ist zu stark, oder? Warum bist du jetzt schon wütend? Los!
Laden, Hüter. Mach mal einen Dout. Yum, yum, yum. So, du bist schon... Was? Was? Oh Gott, ist der so anfällig gewesen? Yo. Shit. Oh, fuck. Ah, Mist. Den kriege ich doch niemals tot. Ich wette, diesen Typen, den wir hier haben, kriege ich niemals tot. Okay, du warst ziemlich krass unterwegs. Vielleicht bekommst du es hin. Shit. Jetzt ist mal Schluss. So. Haben wir noch Probleme? Oh, es kommen da auch noch irgendwelche Leute. Das bekomme ich niemals hin. Niemals, niemals, niemals hin. Nee, 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 niemals. Kann ich die Schnellreise machen? Nicht die Burg. Ich will die Karte. Ich will die Schnellreise. Geht's? Alles klar. Der war, glaube ich, Level 62 oder sowas. Ah, mein Mann ist so gut. Ich brauche jemanden, der Gift hat. Und jetzt im Moment habe ich, glaube ich, keinen einzigen mit Gift. Nix Gift. Ich brauche Gift, damit ich den hier zum Zombie machen kann und diese krasse Eigenschaft, nämlich Tod durch Gift, weg ist. Weil die ist halt echt mega schlecht. Die ist ultra mega schlecht. Gefühlt hat jeder zweite Gift. So, was ist das hier? Eine Graukjagd. Hast du Gift? Bist du giftig, rein zufällig? Verflucht, naja. Oh, er ist verflucht. Macht euch fertig! Bald steht ein Grauk voller leckerer Eingeweide zur Schlachtung bereit! Cooler Typ. Warum habe ich das getan? Tötet ihn! Cooler Typ. Kann ich meinen Mann hier nicht holen? Schon gewonnen. Das ging schnell. Wo ist denn hier mein Dude? Hey, letztes Mal hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber heute mache ich dem ein Ende. Ein für alle Mal. Bring meinen Mann um. Mach ihn kalt. Mach ihn kalt. Mach ihn kalt, mach ihn kalt, mach ihn kalt. Mach ihn kalt, mach ihn kalt, mach ihn kalt. Das ist der Mach ihn kalt Song. Mach mal Feuer hier. So, dann mach ich den hier noch kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, meiner geht ja aber ganz schön schnell gerade drauf. Ah, Gift, Spinnen, 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 Spinnen. Oh, das Gift zieht. Mach ihn tot! Aber enthaupt ihn nicht! Hey, das ist nicht schlecht. Oh, jetzt dreht meiner durch. Bitte nicht, weil meiner ist richtig gut. Wirklich, der ist echt gut. Oh, er zieht sich schon zurück. Er wird nie sterben. Oh. Er wird nie sterben. Er wird nie sterben. Er ist einfach zu gut. Ja, jetzt schießt noch mal drauf. Bilbo. Wo ist er hin? Direkt hier drüben. Jetzt, was schleichst du hier rum? Du sollst ihn... Du sollst ihn töten. Wir brauchen irgendeinen mit Gift. Warum hast du nicht den letzten... Na gut. Immun gegen Hinrichtung. Nicht schlecht.
So, jetzt habe ich ihn gereinigt. Ich wusste, ich hätte ihm die Kniescheiben brechen sollen. Hättest du. Ich mag deine Mentalität. Schade, dass du ein Zombie wirst. Gott, gibt's hier denn nichts mit Gift? Oh ja, der ist giftig. Oh Gott sei Dank. Freue mich richtig, dass der da hinten darf giftig ist. Auch ein paar Mal stechen? Darfst du, wenn du ein Zombie bist. Weil dann bist du mein Alpha-Männchen. Glaub mir, das wird dir gut tun, untot zu sein. Boah, jetzt kriege ich die Scheißburg heute schon wieder nicht hin, weil ich so viel im Uruk-Management zu tun habe. So, wo ist mein Mann? So, hol dir den. Oh Gott, meiner ist, glaube ich, auch hier wieder zu krass, oder? Kevin! Ich habe ihn gefunden. Was? Oh Gott, das gibt es nicht. Kevin, du bist zu krass. Ah, er rennt weg. Haben wir noch irgendjemanden mit Gift? Haben wir irgendjemanden, der giftig ist? Irgendjemand, der mich fertig machen kann? Verflucht. Unbekannt. Unbekannt. Was ist mit dem Sklavach? Der ist gestorben, ne? Komm, wir rennen ihm nach. Vielleicht überlegt er sich's und bringt dich doch noch um. Er verliert Giftminen. Ist doch schon mal gut. Guck mal hier, er ist richtig fies. Giftminen sind fies. Was ist denn hier? Kevin! Endlich! Hat jemand Kevin gesehen? Oh, Kevin ist irgendwo da drüben. Kevin, stirbst du gerade? Kevin stirbt natürlich nicht. Oh, Kevin. Kannst du nicht einfach verrecken? Okay, vielleicht ist der hier ein härteres Ziel. Ich will den doch nur zombifizieren. Oh nein, ich kann ihn nicht schlagen. Wenn ich ihn schlage, dann könnte er sich gegen uns wenden. Wahrscheinlich. Also man kann nicht einfach sagen, oh, ich töte meinen eigenen Mann. Geht leider nicht. Uruks haben Gefühle. Okay, sei giftig. Sei giftig. So. Okay, was bist du denn? Der Läusekopf? Du bist nicht giftig. Herr der Jagd. Was ist das für eine Eigenschaft? Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Kevin? Kevin ist irgendwo da hinten. Komm, mach meinen Mann tot. Läusekopf. Läusekopf, was für ein Name. Erst habe ich Espenlaub und jetzt Läusekopf. Hier geht's rund. Stirb, Verräter! Endlich! Endlich! Sauron ist besiegt! Sauron ist nie besiegt! Okay, Lausi. Mach meinen Mann tot. Kriegt er eh nicht hin. Gott, der Typ ist zu stark. Er ist einfach zu stark. Okay, Läusekopf, komm zurück. Mensch benutzt Feuer. Nein, das macht eigentlich Kevin. Ich mach hier gar nichts mit Feuer. Ja, 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 geh drauf. Bring ihn um. Mach ihn fertig. Vorsicht. Irgendjemand geht mir hier ganz schön auf die Nerven. Wer ist das? Du da, glaube ich. So, und ich glaube, du da hinten auch. Oh, Kevin ist einfach zu krass. Er zündet euch einfach alles. Das ist ein Anfang. Oh, Kevin, nein, du bringst ihn um, Kevin. Oh Gott, du bist einfach zu krass.
Nee. Einfach nein. Ja, und jetzt kommt Kevin und sticht ihn ab, oder? Warum stirbt er denn nicht? Hä? Warum stirbt er nicht? Ja, also, geht doch. Alter, das ist so ein... What the fuck? What the fuck? Kevin! Alter. Der wird nie ein Zombie. Der wird... Der wird nie ein Zombie. Ich könnte ihn verstoßen. Nur wenn ich das Gedärm behalten kann. Kannst du behalten. Tja, der wird nie ein Zombie. Okay, einen versuchen wir noch. Und wenn das nicht klappt, dann... Tja, Pech. Einfach Pech. Schnellreise. Der ist echt gut. Der ist wirklich... Der hat so geile Angriffsfähigkeiten. Der Typ ist der Hammer. Kevin sollte Burgherr sein. Okay, der ist verflucht. Er hat doch keine Chance. Einmal vergiften. Einmal musst du ihn vergiften. Dann fällt er um wie eine Fliege. Aber der Typ ist leider nicht sehr mutig. Einmal hier durch einen Marianengraben. Tief und ein Mysterium. Der Weg ist so weit. Komm schon, Talion. Moment, jetzt bin ich falsch, oder? Wo ist das Ding? Auf einer anderen Plattform. Irgendwo da oben. Hep, hep und go. Machtprobe Ghule. Ich töte noch 1000 Ghule, wenn ich damit beweise, dass ich kein gewöhnlicher Tempel bin. Bist du aber. Leider bist du's. Yo, Kev. Hast du mich vermisst? Ja, sehr. Irgendwie, mittlerweile habe ich schon eine emotionale Bindung zu Kevin. Oh, hat er ihn vergiftet? Jetzt geht's rapide nach unten. So. Don't fuck with my cabin! Wie kann er sich so bewegen? Kevin, alles wird gut. Endlich! Du bist nicht Teil des Plans, oder? Vergiss es! Oh, der sieht cool aus, der Kriegsbemalte hier, auch wenn es nur ein Standard-Urok ist. Oh, fuck! Ach du Heilige! Jetzt dreht er auf einmal durch. Feigling. Haltet ihn von der Fahne! Durchhalten, Kevin! Gleich geht's dir besser, Kev. Gleich geht's dir besser. Es tut mir leid, Kevin! Es tut mir leid. Oh, in die Lava. Ach, nur schade. Jetzt grip hier. Jetzt stirb doch endlich. Was ist denn? Ja. Come on. Endlich. Du hast dafür noch Level bekommen, weil du Kevin getötet hast. Kevin ist ein Zombie? Ja, Kevin ist ein Zombie.
Flanders war ein Zombie? Ja, Flanders war ein Zombie. Kevin! Meine Damen und Herren. Jetzt immun gegen Gift. Klar, entflammbar. Aber Gift ist, tödliches Gift ist viel, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Und Kevin sieht glücklich aus, oder? Nicht wahr, Kev? Und ich habe hier ein neues Schwert. Schauen wir mal rein. Blutschwert. Klingt irgendwie erotisch. Level 61 ist das hier? Was kann das? Sieht aber ziemlich geil aus, finde ich. So. Kevin, der Zombie, ist jetzt am Start. In der nächsten Folge geht's dann wirklich in die Schlacht. Ich weiß, ich sage das mehrfach, aber das Uruk-Management, das ist wichtig. Also bewerten, das ist auch wichtig. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen. Bleibt mir treu. Was ist das hier schon wieder? Ah, ich habe keine Munition mehr. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, wollte ich sagen. Und bewerten. Immer dieses Bewerten. Ist harte Arbeit, die ihr machen müsst. Ich habe den leichten Teil. Ich muss nur spielen. Ihr müsst bewerten. Ich kann jetzt aufhören. Oh, wow. Jetzt will ich es aber noch wissen. Was? Ich habe gedrückt. Ey. Diese Standardtypen sind mittlerweile krasser als die Hauptmänner. Komm schon. Was? Was? Ja, viel Spaß. Ich erzähle allen, wie ich dich getötet habe. Ja, und wie? Und wenn sie mir nicht glauben wollen, dann verprügel ich sie eben mit deinem abgehackten Arm. Hey, der Arm bleibt aber schön dran. Es gibt Grenzen, ja? Ja, er klaut mir meinen Arm. Er klaut mir einfach meinen Arm. Hoffentlich wirst du was Cooles. Uschak. 59. Metzgerbube. Uschak, der Metzgerbube. Naja. Leider nein, leider nichts Gutes. Na gut, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Kevin. Tschüss.